Herzlich willkommen bei Gesichter des Sports. Heute sind wir zu Gast im Olantis und passend zum Olantis, mein Gast kommt aus der Schwimmszene, Sönke Kühling, Landesstützpunktleiter des Schwimmkreises Oldenburg-Delmenhorst. Hallo Sönke. Hi, vielen Dank für die Einladung hier in unserer Trainingsstätte im Olantis. Ja. Landesstützpunkt Oldenburg-Delmenhorst, wie viele Landesstützpunkte gibt es in Niedersachsen? Also wir haben in Niedersachsen 4, sagen wir mal, Regionsstützpunkte und einen, ja, Landesstützpunkt, also einen Hauptstützpunkt in Hannover. Und diese 4 Stützpunkte sind halt Oldenburg, Osnabrück, Göttingen und Braunschweig. Mhm. Und so ist das letztendlich aufgeteilt. Und es ist praktisch so koordiniert, dass praktisch jeder Stützpunkt Talente letztendlich betreuen soll, so im Umkreis von 50, 60 Kilometern, um halt eben die Talente vor allen Dingen so in der Region zu finden und dann halt in gewisser Weise zu zentralisieren und zentral zu trainieren. Wie steht denn der Schwimmsport hier, gerade hier in der Region, auch im Moment da? Ja, aktuell, wir hatten jetzt hier aktuell deutsche Jahrgangsmeisterschaften, also wahrscheinlich eine der letzten großen Veranstaltungen, die jetzt aktuell noch anstand. Und da sah es eigentlich schon wieder sehr gut aus. Ich meine, der Schwimmsport ist ja sehr durch Corona in Mitleidenschaft gezogen, sage ich jetzt mal, durch die langen Schließungen der Schwimmbäder. Und von daher sieht das auf der Leistungsebene doch sehr, sehr gut aus. Gerade auch, weil immer mehr Vereine verstehen, dass man eben heutzutage im Leistungssport nur noch wirklich was reißen kann, wenn man auch kooperiert. Nicht, wenn jeder sein eigenes Süppchen macht. Von daher, was das angeht, sind wir eigentlich sehr zufrieden. Das kann natürlich gerne so weitergehen und auch besser werden, logischerweise, aber das passt schon. Schwieriger sehe ich es, ehrlich gesagt, so in der Talentsituation, weil eben durch die Schließungen ist es halt sehr, 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 sehr schwer, Talente zu finden, weil eben kaum jemand wirklich ausgebildet wurde in den letzten anderthalb Jahren. Da muss sehr, sehr viel investiert werden, um das halt aufzufangen. Und das zeigt sich jetzt auch bei den Landesmeisterschaften, dass gerade die jüngeren Jahrgänge, dass da halt nicht nur in unserem Stützpunkt, sondern überall halt relativ wenig los war, sage ich jetzt mal. Merkt ihr auch, dass immer mehr Leute gibt, die nicht schwimmen können? Ja, das kommt natürlich dazu. Es ist ja mittlerweile auch schon so, dass alle unsere Stützpunktvereine auch sich in die Schwimmausbildung sozusagen, die mithelfen und unterstützen. Und das merkt man natürlich auch sehr, sehr stark. Also ich sag mal, als ich vor 25 Jahren leistungsmäßig geschwommen bin, war natürlich die Breite in meinem Jahrgang deutlich größer und es waren viel mehr Sportler und Sportlerinnen da, auf die man aufbauen konnte. Das ist natürlich jetzt weniger. Und natürlich auch der Nichtschwimmerbereich ist natürlich auch extrem groß geworden. Ich glaube, das Problem ist auch, wenn etwas in der Schule ausfällt, dann ist es das Schwimmen, ne? Ja. Also ich bin ja selbst Lehrer, von daher erlebe ich das ja auch hautnah, auch aktuell. Es gibt zwar curriculare Vorgaben vom Land Niedersachsen, aber es gibt logischerweise viele Schulen, die das kaum noch umsetzen können. Gerade auch die meisten Schwimmbäder im Umkreis, jetzt auf dem Land, schließen immer mehr. Und es gibt, dann ist die Frage, fahre ich mit den Schülern, auch gerade in der Grundschule oder auch im Kindergarten, da geht es ja auch schon los, fahre ich mit meinen Schülern oder Kindern eine halbe Stunde im Bus, um eine halbe Stunde zu schwimmen und dann wieder eine halbe Stunde zurückzufahren. Das macht halt kaum noch jemand. Ne? Das ist auch ein großes Problem. Ich denke mal, so schön das hier im Olantis ist, für einen Leistungssport nicht wirklich ideal, oder? Das stimmt. Deswegen trainieren wir hier auch hauptsächlich in den Ferien, wenn andere Bäder teilweise zu haben. Definitiv ist das nicht ideal. Ich meine, in den Sommermonaten geht es im Freibad, aber natürlich durch die Geräuschkulisse und natürlich die 25-Meter-Bahn, natürlich wäre immer eine 15-Meter-Bahn besser, ist das sehr, sehr schwierig. Deswegen ist es eigentlich nur ein Ausweichbad, zumindest was den Landesstützpunkt an sich geht. Für die Schwimmausbildung, denke ich, ist das völlig in Ordnung und auch gut, aber für den Leistungssport nicht ideal. Wo trainiert ihr dann meistens, wenn ihr hier nur in den Ferien seid? Also wir trainieren hauptsächlich dadurch, dass wir ja aus 7 verschiedenen stützpunkttragenden Vereinen bestehen, sind wir so ein bisschen aufgeteilt. Das ist vielleicht, als wir damals vor anderthalb Jahren uns entschieden haben, uns für diesen Stützpunkt zu bewerben beim Landessportbund, war das natürlich so die Frage, ist das umsetzbar, weil wir eben, weil wir bestehen halt aus der TSG Westerstede, also aus Westerstede, Raststede, Delmenhorst, Wadenburg, Wildeshausen, OSV und BTB.
Das heißt, wir haben ganz viele Schwimmbäder zur Verfügung, aber aktuell... Und viel Fahrerei dann. Genau, das ist so ein bisschen der einzige Punkt, der dann ein bisschen kritisch zu sehen war am Anfang. Aber mittlerweile trainieren wir im Eversner Bad, in Wadenburg und im Horst. Das sind so die Hauptorte, wo die Sportler dann trainieren. Klar ist das Fahrerei, definitiv. Mhm. Aber dadurch, dass ja jeder Verein 3, 4, 5 Sportler dann auch entsendet oder gescoutet wird von uns, gibt es auch immer Fahrgemeinschaft. Klar ist das nicht ideal, auch jetzt bei den Spritpreisen, logischerweise erst recht. Ne? Aber das hat jetzt, also bis jetzt klappt das sehr gut. Und was da natürlich der Vorteil ist, wir sind halt nicht abhängig von einem Bad. Also hatten jetzt die Situation, dass in den Herbstferien 2 Bäder wegen Renovierungsarbeiten geschlossen waren, dann konnten wir eben auf die anderen Bäder ausweichen. Ne? Das ist natürlich der Vorteil, wenn man nicht nur ein Bad oder 2 Bäder hat, wo man trainieren kann. Aber eine 50-Meter-Bahn jetzt in der Halle... Das wäre ein Traum, aber das ist aktuell... Wo ist die nächste? Osnabrück. Ja. So. Und wobei man da natürlich sagen muss, da ist es auch so, dass sie öfter auf einer 25-Meter-Bahn schwimmen, damit die Öffentlichkeit auf der anderen Seite noch bespaßt werden kann. Aber klar, das ist wirklich die einzige. Und ich glaube, danach muss man lange suchen. Ich glaube, dann kommt Hannover, Braunschweig. Das dürfte wahrscheinlich gewinnen, deine Niedersachsen. Ne? Na, es gibt noch, glaube ich, ein anderes... In Uelzen, glaube ich, und das war es auch schon fast. Ne? Und das ist nicht ideal, aber letztendlich macht man ja das Beste aus der Situation. Und noch, oder bis jetzt klappt das ganz gut. Wie läuft bei euch dann das Scouting ab? Ja. Ich sag mal, in der Schule teilweise kein Schwimmen mehr angeboten. Ihr stellt euch ja nicht hier ins Bad und guckt, oh, der sieht talentiert aus. Nee, das nicht. Also es gibt Vorgaben vom Landessportbund. Das war auch unter anderem der Grund, warum wir eigentlich diesen Stützpunkt unter anderem bekommen haben. Man braucht halt eine breite Talentsichtungsgeschichte. Und das läuft halt im Schwimmen so, dass es ein Grundlagentraining gibt. Das sind so die 8- und 9-Jährigen. Und die werden dann in unserer ersten Gruppe, das heißt dann GLT, also Grundlagentraining, trainieren die sozusagen. Und das läuft dann so, dass wir sogenannte Landesvielseitigkeitstests durchführen. Da wird halt getestet, wie ist die Grundschnelligkeit auf 15 Metern, aber auch so athletische Tests, wie viel Liegestütz können die Klimmzüge und solche Geschichten. Und da laden wir dann immer zu ein. Und anhand dieses Testes entsteht dann sogenannter Rudolf-Punkt. Und dann gibt es so ein Ranking und dann werden sozusagen aktuell dann die am besten bewährtesten 25 Sportler ausgewählt. Und das sind dann eben die 8-9-Jährigen und daraus bauen sich dann 2 weitere Gruppen auf. Also das Aufbautraining, das sind dann die 10-12-Jährigen und dann die 13-15-16-Jährigen. Das ist sozusagen der Grundaufbau. Und eben dadurch, dass wir eben 7 Vereine haben, die diesen Stützpunkt tragen, also tragen heißt, dass die sozusagen kooperieren, dass die Trainer mitfinanzieren und so weiter und so fort, haben wir halt auch immer sehr viel Auswahl, sage ich jetzt mal, weil eben die Vereine auf Augenhöhe zusammenarbeiten und deswegen auch jetzt nicht die Scheu haben, zu sagen, ich schicke jetzt meine Sportler da jetzt hin und sehe die nie wieder. Was ja letztendlich früher ein großes Problem war. Ich meine, wir hatten ja früher auch einen Stützpunkt hier mit Wadenburg und dem PSV. Und da war eben das Problem, das waren 2 Vereine, die auch gleichzeitig eine Startgemeinschaft gebildet haben. Und dann ist natürlich für einen kleineren Verein immer so die Angst, unser Vorzeigetalent bringen wir da jetzt hin und dann sehen wir den nie wieder. Und, das wäre in anderen Sportlern genauso. In der Leichtathletik sind ja da dran, diese sogenannten LGs immer gescheitert. Ne? Genau. Eigentlich sollte jeder Verein so seine Disziplinen haben, aber im Endeffekt hat jeder dann doch bei seinem Verein trainiert und es war nur eine bessere Startgemeinschaft. Genau, und genau deshalb, als wir dann diesen Stützpunkt angemeldet haben, war halt allen Vereinen, die sich daran beteiligt haben, eben ganz, ganz wichtig, dass es keine Startgemeinschaft wird, sondern erstmal eine Trainingsgemeinschaft und dass die weiterhin für ihren Verein starten und dann halt dieses Stützpunkttraining als Zusatztraining sehen und nicht, sie kommen jetzt hierhin, trainieren jetzt 8-mal die Woche am Stützpunkt und starten dann für die SG, was auch immer. Sondern dass das eben als Trainingsgemeinschaft gilt und so ist halt diese Hemmschwelle, jemanden dahin zu schicken, die ist halt nicht da und deswegen haben wir auch sehr, sehr viele, die das gerne testen und dann eben auch zusätzlich dann 2-mal die Woche im Heimatverein trainieren können und dann 1-2-mal die Woche dann im Stützpunkt. Und also so 4-mal die Woche ist dann ungefähr. Genau, es kommt so ein bisschen aufs Alter an, also bei den Kleinen, den 8- und 9-Jährigen reicht es eigentlich, wenn sie 3-mal die Woche trainieren. Wobei da ja auch immer viel davon abhängt, was sie noch so machen. Also Schwimmen ist ja
zumindest in der Vergangenheit oft so eine Sportart gewesen, die, ja, wo man sich denkt, ich muss jetzt 10-mal die Woche ins Wasser, sonst werde ich nichts. Ja, also das hat sich hat ein man bisschen, ja immer gehört von den Top-Schwimmern. Ne? Genau, aber es hat sich natürlich ein bisschen so gewandelt, wenn man ehrlich ist. Die Trainingskonzepte haben sich ein bisschen gewandelt. Das, was im Training gemacht wird, hat sich gewandelt. Es ist viel auch ausgelagert worden in den Krafttrainingsbereich, Athletikbereich und so, weil ja auch viele Strecken eben mittlerweile von Starts, Wenden und Tauchphasen abhängen und nicht immer so hundertprozentig von der Schwimmleistung. Mhm. Und dadurch ist es bei uns halt, oder uns auch ganz, ganz wichtig, dass man eben, wenn man dreimal die Woche trainiert, ist das gut, dann passt das für die kleinen 8- und 9-Jährigen. Aber wenn man daneben noch andere Sportarten macht, ist das eigentlich optimal, weil auch diverse Studien zeigen, dass das gut ist, dass die Kinder breit aufgestellt sind, nicht, sag ich mal, mit 10-mal die Woche schwimmen. Dann haben sie vielleicht einen kurzfristigen Erfolg, sondern uns geht es halt darum, ja, langfristig Erfolg anzubinden, weil, ja, ehrlich gesagt, jeden 10-Jährigen, wenn ich den 7-mal die Woche ins Wasser schicke, dann wird der schnell sein. Aber ob das langfristig so ist, das stellt sich halt zur Frage. Und dann steigert sich sozusagen die Trainingseinhäufigkeit und auch die Dauer des Trainings sukzessiv. Das heißt, bei den 10- bis 12-Jährigen haben wir dann 5-mal die Woche ungefähr Training, zusätzlich noch Krafttraining und so. Und dann bei den Älteren dann 7-mal, 8-mal, 9-mal, je nachdem, wie alt sie sind. Und ja, das wird auch vorgegeben vom Landessportbund oder vom Landesschwimmverband, in welchem Alter sie welche Trainingseinheiten sozusagen absolvieren müssen. Das steigert sich halt dementsprechend sukzessiv. Ja, das ist ja so ein Hauptproblem, was es immer wieder gibt, dass die im kleinen Alter schon zu viel machen und im Grunde genommen, wenn sie dann Richtung Erwachsenenklasse kommen, schon auf sind. Genau. Dass sie im Grunde genommen mit 17, 18 schon... Ja, wenn nicht sogar noch früher. Ja, oder noch früher wirklich ein absolutes... nicht Leistungs-, sondern Hochleistungstraining machen und eigentlich sich gar nicht als Erwachsener, da gibt es gar keine Steigerungsmöglichkeit. Genau. Mehr, ne? Und aus diesem Grund, das sind ja auch alles so Erfahrungen, die wir gemacht haben. Also ich bin jetzt war von 2011 bis 2014 auch Landestrainer, Honorarlandestrainer hier in Oldenburg, habe dann also beim alten Stützpunkt auch dann diese 10-mal die Woche Training auch gegeben und so. bin seitdem nur noch bei den Kleinen im Grundlagentraining sozusagen aktiv gewesen. Und das ist ja das, was man halt merkt. Ne? Also dass die klar mit 13, 14, natürlich sind die schnell, wenn die 9-mal die Woche trainieren, aber irgendwann fehlt dann die Motivation oder die anderen schwimmen dann plötzlich Zeiten, die 3-4 Sekunden über 100 Meter schneller sind, obwohl die noch 2 Jahre vorher halt deutlich langsamer waren, weil eben einfach viel zu viel im Wasser gemacht wurde. Es fehlen die Ruhephasen. Ja. Und ich sag mal, wenn ich bei 10-mal die Woche im Training bin, wo will ich dann noch steigern? Genau. So. Und zumindest für einen Amateursport. Genau. Und deswegen haben wir damals auch dann zusätzlich das Schöne war ja damals, war Corona, und deswegen hatten wir viel Zeit in den Vereinen über Videokonferenzen zu besprechen und klar zu definieren, was wollen wir und was wollen wir eben nicht und wie kommen wir zusammen und wie nicht. Ist ein bisschen wie so Koalitionsverhandlungen gewesen, kann man sich so vorstellen in der Politik. Aber ja, es ist halt... Man muss halt irgendwie, finde ich, einen Mittelweg finden. Und deswegen ist auch der Ansatz jetzt nicht, dass wir, unser Ziel ist, mit 16 Leute zu Jugend-Europameisterschaften oder so zu schicken, sondern es ist eher so eine Art, so haben wir angefangen, Nachwuchsleistungsstützpunkt, wenn man so will. Das heißt, unsere Gruppen bauen auch so auf, dass sie bis 15 sozusagen das umsetzen können, was vorgegeben ist. Und danach ist eigentlich die Idee, dass sie dann eben nach Hannover zum Beispiel an den Stützpunkt gehen, weil sie da dann eben diese Trainingsbelastung so kriegen, die sie dann in dem Alter brauchen. So, und das, also in das Internat dann auch. Genau, ins Internat rüber wechseln zum Beispiel, haben wir ja aktuell auch 2 Oldenburger, die im Internat in Hannover sind, die noch vor unserer Zeit letztendlich in dem alten Stützpunkt sozusagen darüber gegangen sind. Aber das ist so ein bisschen die Idee, dass man eben die große Breite schafft, auch durch die großen, ja, es gibt überall viele Talente. Man denkt immer, also beim Schwimmen, man hat immer nur die großen Vereine, da kommen die guten her, aber das, was wir jetzt vor allen Dingen im letzten Jahr echt gemerkt haben, auch bei den kleinen Vereinen, da sind immer so 1, 2, die gerne auch wollen, das hängt ja auch immer viel damit vom Elternhaus zusammen, von der Motivation oder auch von der Situation zu Hause logischerweise, aber es gibt viele, die das wollen, aber die halt nicht entdeckt werden, also man spricht ja auch mal von Rohdiamanten, aber ne, und das fällt jetzt echt ein bisschen weg. Also wenn man sich Raststede, Westerstede anschaut, da sind eine Vielzahl von Talenten, die aber früher, weil sie sich eben nicht getraut haben, da hinzugehen, weil es hieß, dann gehen sie wahrscheinlich eh in die Startgemeinschaft und so, die dann jetzt echt zutage kommen und dementsprechend auch gefördert werden. Ja, ich sag mal, in welchen Verein ich reingehe, ist ja manchmal auch einer Zufall. Ja. Das ist ja nicht so, dass wir alle hingehen und gleich gucken, in welchem Verein kann ich zum Topschwimmer werden, sondern man fängt an,
Und dann geht man meistens vor einen, der direkt vor der Tür ist, wo die Eltern drin sind oder so. Und ja, natürlich hat man dann diese, wie du sagst, Rohdiamanten, die erstmal gefunden werden müssen. Aber die werdet ihr in normalen Zeiten wahrscheinlich dann auch bei Meisterschaften, weil die werden ja wahrscheinlich auch bei Meisterschaften an den Start gehen. Ja, genau. Klar, das wäre dann der nächste Schritt, außer diese Landesvielseitigkeitstests, die wir machen. Wir gucken natürlich bei Wettkämpfen logischerweise, wer da in den Jahrgängen ganz gut ist. Wobei, ehrlich gesagt, da man ja gar kein Wissen darüber hat, wie oft trainieren die, sind die vielleicht gerade erst mit dem Schwimmen angefangen oder nicht, braucht man natürlich Informationen auch von den anderen Vereinen, die man dann natürlich kriegt, weil man zusammen kooperiert. Aber oft hast du dann auch manchmal Leute, die denken, boah, der passt ja super rein von der Geschwindigkeit und vielleicht auch vom Talent, weil das ja auch wieder eine breite Diskussion ist. Aber am Ende hat er vielleicht schon mit 9 5-mal die Woche trainiert und dann sind die Leistungssprünge dann doch nicht da. Und von daher ist es natürlich schön, das nach Zeiten so ein bisschen zu gucken, aber eben durch diese Vielseitigkeitstests sieht man halt auch viel mehr. Mir ging es jetzt nicht nach den Zeiten, sondern so ein Schwimmer muss ja erstmal in den Fokus kommen. Ja. Ja. Und das ist natürlich, wenn das nicht in der Schule ist, halt über Wettkämpfe. Ja. Dann sieht man jetzt, mir ging es gar nicht um die Zeiten, die er schwimmt, sondern ich sag mal, als erfahrener Trainer sieht man ja, der mag vielleicht jetzt nur Fünfter werden, ja, aber genau, da ist. Ja, das meine ich ja, also, dass man nicht das nach Zeiten sieht, sondern muss den auch schwimmen sehen, aber halt auch Informationen haben von den Trainern, wie der jetzt trainiert und so. Ne? Man sieht ja dazu genug in allen Sportarten Leute, die deutscher Jugendmeister sind und die im Erwachsenenbereich nicht mehr tief, ne, dann schwimmen sie nur noch hinterher. Ne? Ja. Ja. Weil sie da wirklich schon auf dem Zenit waren und es kommt nichts mehr. Ja. Ja, und was wir jetzt tatsächlich in den letzten Monaten auch gemerkt haben, dass also das Problem, finde ich, so ein bisschen an diesem Stützpunktgedanken ist halt an den festen Strukturen, die müssen 8 bis 9 sein, dann sind sie im Talentnest oder in der GLT-Gruppe, dann 10 bis 12, diese Fokussierung auf dieses Alter ist natürlich wiederum schwierig, weil es ja eben auch Leute gibt, die mit 13, 14 erst angefangen haben zu schwimmen. Ich sehe das hier, wenn ich Schwimmunterricht in der 6. Klasse, da sind Kinder dabei, wo ich so denke, wow, wenn der 2-mal die Woche trainieren würde, der würde aber locker mit unseren mithalten so. Aber die fallen dann so ein bisschen durchs Raster und deswegen haben wir langsam angefangen, dadurch, dass wir ja das als Zusatztraining sehen in unseren Vereinsgruppen, also ob es jetzt im Oldenburger SV, im BTB, Wadenburg oder in den ganzen anderen Vereinen in unserem Stützpunkt sind, dass wir dann eben auch Leute zum Training dann mitschicken, die eben älter sind, weil wir dann uns davon genau das erhoffen, dass dann eben da auch Leute kommen, die nicht, weil sie eben 3 Jahre später im Schwimmen angefangen haben, da durchs Raster fallen. Und letztens auch just eine Studie dazu gelesen, tatsächlich, dass auch viele Olympiamedaillengewinner im Schwimmen und auch in allen anderen Sportarten, das hast du ja auch gerade schon bestätigt, teilweise sehr, sehr spät mit ihrer Sportart angefangen haben und vorher andere Sportarten gewählt haben und dann trotzdem zu Olympischen Spielen gekommen sind. Ne, weil dann eben die Gefahr des Dropouts, wenn du eben nicht seitdem sie 18 zu viel trainieren, sondern eine andere Sportart gemacht haben, dann dazukommen. Und dass da vor allen Dingen auch dann noch mehr der Fokus drauf gelegt wird, dass da keine Talente uns, also nicht zu viele durchwischen. Ich sag mal, nicht nur der Verein ist ja, die Vereinswahl ist Zufall, sondern ja auch die Sportart. Ja. Ich meine, was machen Kinder meistens da, wo die Eltern hingehen, wo die Freunde hingehen? Das muss nicht unbedingt die Sportart sein, wo sie nachher erfolgreich sind. Und viele fangen ja an mit dem Kindertouren, vielleicht auch mit der Leichtathletik. Und wenn ich keinen Bezug zum Schwimmsport habe, ist wahrscheinlich der Schwimmverein nicht unbedingt die erste Wahl. Ja, und tatsächlich für uns auch eigentlich die Traumkombo ist ja tatsächlich Leichtathletik. Mhm. Jemand, der Leichtathletik-Touren und Schwimmen gleichzeitig macht. Das haben wir auch schon erlebt. Komplette Körperausbildung. Ja. Eben, so. Und passenderweise, meine Frau, kennst du ja, hat ja auch hier mal gesessen, haben wir auch schon jetzt so 2 Fälle gehabt, die bei uns im Schwimmverein schwimmen und bei ihr über den Green Spirits touren. Und dann, wo dann unser Nachwuchstrainer gesagt hat, hey, die sind ja richtig gut. Und dann habe ich gesagt, ja, müssen wir gucken, wie das passt. Die sind auch bei meiner Frau öfter mal in der Woche im Training. Aber das ist halt kein Zufall, ne? Weil du genau die gleichen Fähigkeiten brauchst im Schwimmen, Körperspannung, Körpergefühl, wie du es eben beim Touren und Leichtathletik, Schnellkraft und so auch brauchst. Ne? Ja, im Grunde genommen ist ja wirklich das Optimale, sage ich mal, wirklich, die fangen mit Kindertouren an, machen dann Leichtathletik. Für mich würde ich natürlich sagen, bleiben dann bei der Leichtathletik, aber gehen dann erst in die anderen Sportarten rein, weil dann haben die eine Grundausbildung, wie sie kaum besser sein können, weil sie haben alles wirklich gelernt. Ja. Genau, und das ist ja ein bisschen auch unsere Hoffnung in gewisser Weise, dass dadurch, dass eben man nicht in den jungen Jahren zu früh
zu früh zu viel anbietet, dass man da ja genau solche Leute auch findet. Ne? Mhm. Wie seid ihr denn aufgestellt im Landesstützpunkt? Du bist jetzt Leiter, aber du trainierst auch oder genau. Koordinierst du nur? Nee, also das ist so, wir haben im Prinzip drei Trainingsgruppen ja mhm. und an jedem Landesstützpunkt gibt es dann letztendlich zwei Landestrainer, je nachdem, ob sie jetzt angestellt sind. In Hannover heißen die Landestrainer, in den ganzen anderen Stützungen heißen die Honorarlandestrainer, weil sie auf Honorarbasis mhm. arbeiten und dann natürlich andere Aufgabenbereiche eigentlich haben als der Hauptlandestrainer im Schwimmen in Niedersachsen. Und wir haben dann halt diese drei Trainingsgruppen, wo jeweils ein Trainer Hauptverantwortlicher ist und das bin halt ich bei den Kleinen. Und dann haben wir zwei eben Honorarlandestrainer in den beiden anderen Gruppen mit Jana Mainz und Christian Gärtner. Und du musst halt, um einen Stützpunkt überhaupt zu bekommen, musst du ja Grundvoraussetzungen mhm. schaffen. Du brauchst eine gewisse Zahl an Kaderleuten, das heißt gewisse Leute, die ein gewisses Niveau haben, die Landeskaderzeiten haben, aber halt auch die Trainer haben. Und wir haben tatsächlich damals, das war ganz schön, bei der Bewerbung geschaut, du brauchst halt B-Lizenztrainer, eine gewisse Anzahl. Mhm. Und wir hatten halt, glaube ich, 10 B-Lizenztrainer und einen A-Lizenztrainer in unserem Stützpunkt tragenden Verein. Und dann haben wir halt besprochen, bei wem passt das, wer würde was machen. Und so sind dann halt ich als B-Lizenztrainer für die Kleinen, Jana als B-Lizenztrainer für den Nachwuchs, für die Mittleren und Christian halt für die Alten, also für die Älteren als B-Lizenztrainer. Alt sind sie ja noch nicht. Mhm. Ja, auserkoren worden, sage ich jetzt mal. Und die leiten sozusagen das Training, die kommunizieren dann mit den anderen Vereinen. Dadurch, dass es eben ja nicht so ist, dass dann bei Christian, bei den 14-, 15-Jährigen alle nur noch bei ihm trainieren, mhm. sondern eben nur bis jetzt dreimal die Woche bei ihm trainieren und die andere Zeit dann in ihrem Heimatverein, muss man natürlich viel besprechen, welcher Inhalt war jetzt da. Weil, ja, damit das aufeinander aufbaut. Genau, und das ist natürlich auch ganz wichtig, weil wenn du, weiß nicht, irgendeine Einheit machst im Hit-Bereich, also mit hohen Geschwindigkeiten, das können die nicht am nächsten Tag das nochmal im Verein machen, mhm. sondern dann ist das muss das natürlich koordiniert werden. Genau, dann haben wir praktisch aus jedem Verein, das ist sozusagen der Trainerrat, die haben dann natürlich noch andere Trainer, die mit denen zusammen dann als Co-Trainer, oder eigentlich sind sie gleichberechtigt, aber auf dem Papier sind sie dann Co-Trainer, mhm. zusammenarbeiten. Ich habe auch nochmal zwei Trainerkollegen, die mit mir sozusagen das Talentnest machen. Und dann haben wir halt einen Trainerrat, einen Vereinsvertreterrat sozusagen, wo jeder Verein aus diesen 7 Vereinen immer einen Entsandt hat. Und ja, da werden dann halt diese ganzen organisatorischen Dinge besprochen. Und mhm. Da bin ich sozusagen der Vorsitzende. Und die Hauptaufgabe besteht ja nun mal darum, das zu kommunizieren. Ne? Wo gibt es Probleme? Wo gibt es im Verein oder in einem bestimmten Verein, ist vielleicht mit irgendeiner Situation nicht zufrieden? Oder ja, ein anderer sieht das anders. Die Frage ist, wie finanziert man was und so? Und da treffen wir uns dann halt regelmäßig und besprechen frühzeitig die Probleme, weil das ist, glaube ich, sowieso immer bei sowas das größte Problem, dass eben ja durch irgendwelche, ja, da geht es ja schon ums Falschverstehen, WhatsApp-Nachrichten oder was auch immer, mhm. dass da irgendwo Ärger entsteht, der eigentlich mit einem normalen Gespräch unter 4 Augen so gelöst worden wäre. Ja, und deswegen bin ich öfter mal am Telefon und bespreche das oder wir treffen uns und regeln solche Sachen. Und was natürlich gerade am Anfang wichtig war, so ein bisschen, dass man ja, Vertrauen aufbaut. Ne? Also man kennt sich ja so ein bisschen. Also ich war ja letztendlich auch in vielen Vereinen auch als Trainer tätig und mache hier im Bezirk auch die Trainerausbildung. Deswegen kenne ich eigentlich jeden Vereinsvertreter hier im Umkreis, weil dann immer bei Trainerausbildung die Trainer schicken für den Schwimmverband und ich dann das koordiniere. Du hast ja nicht so ganz diesen Stallgeruch von einem Verein. Genau. Ich meine, natürlich, ich bin ursprünglich in Wadenburg, bin da aufgewachsen, bin da geschwommen und so weiter, klar. War aber dann auch mal im PSV, bin jetzt auch im OSV. Also der Steigeruch ist da halt nicht so extrem und ja, man musste erst mal am Anfang natürlich Vertrauen gewinnen, logischerweise, gucken, welcher Verein will eigentlich was, weil natürlich keiner, also es ist ja nicht so, dass alle 7 Vereine das gleiche Ziel haben, sondern es gibt eben Vereine, die sagen, wir würden gerne Talente weiterbringen, aber sobald die 10 sind, haben wir eigentlich gar keine Trainingsgruppen mehr so richtig. Mhm. Und andere Vereine, die machen seit 30 Jahren Leistungssport, wie Wadenburg oder Delmenhorst, und die haben natürlich andere Ziele. So. Und das alles unter einen Hut zu kriegen, war natürlich am Anfang spannend. War natürlich schön, was heißt schön? Es war für uns ganz gut, dass da gerade ein Lockdown war, eben weil man das alles besprechen konnte in Ruhe und sich überlegen konnte, machen wir jetzt. War kein Zeitdruck für irgendwelche Meisterschaften. Genau, oder wir müssen jetzt ins Training gehen und dann hast du vielleicht eine Trainingsgruppe, die eigentlich gar nicht zusammenpasst, weil man sich schnell irgendwie basteln musste. Aber das ist letztendlich meine Aufgabe, das zu kommunizieren. So, und dann haben wir halt natürlich noch einen Kassenwart und so, der dann die ganzen finanziellen Geschichten macht. Aber das natürlich alles auf ehrenamtlicher
Basis. Mhm. So. Ja, wie beim Verein dann auch. Genau, so. Und ja, das ist schon echt eine Herausforderung, ja, teilweise, was da so natürlich anfällt. So neben dem ganzen Orga von Wettkämpfen und so. Ja. Du hast gerade gesagt, die Alten, meintest dann die 17-, 18-Jährigen? Ja, oder 14-, 15-, oder für, 16-Jährigen. Ja. Wie sieht das aus mit den Leuten, die aus den Jugendklassen rauswachsen? Mhm. Weil das ist zum Beispiel ein Problem, was ich auch in der Leichtathletik sehe. Sie sind im Nachwuchsbereich, sind im Landeskader. Ja. So, und ab der U23, danach gibt es keine mehr. Ja. Das heißt, wenn ich nicht im Bundeskader bin, komme ich aus dem Landeskader raus, ja, und hänge in der Luft. Kriege keine Unterstützung, muss im Grunde genommen alleine klarkommen. Das ist zum Beispiel ein großes Problem in der Leichtathletik, dass viele dieser Athleten auf einmal wahrscheinlich dann auch hinschmeißen, ja, weil sie einfach die Unterstützung nicht mehr kriegen. Ja. Das Problem haben wir natürlich auch. Deswegen ist praktisch eins unserer, wir setzen uns ja immer irgendwelche Ziele logischerweise, was wir umsetzen wollen, was nicht. Und genau da setzen wir jetzt gerade an. Also wir wollten erstmal den Stützpunkt starten lassen, auch unter Corona natürlich, mhm, auch. Echt ein Akt logischerweise, weil wir ja dann nach dem zweiten Lockdown, oder ich glaube, es war dann der dritte Lockdown, auch gar nicht wussten, wer überhaupt noch weitergeschwommen ist und wer nicht. Mhm. Aber in dem Fall ist das sozusagen unser Ziel für die übernächste Saison, dass man dann eine Trainingsgruppe findet. Die darf dann natürlich nicht als Stützpunktgruppe gelten, auch aus verschiedenen Abrechnungsgründen und so weiter, mhm, und so fort. Aber dass man eben eine vereinsübergreifende Trainingsgruppe findet, eben für genau solche Fälle, die dann eben rausfallen aus dem Fördersystem und dann aber weiterhin Training generieren können und dann halt auch weiter bei solchen Veranstaltungen starten. Weil das fällt man ja, wenn man auf Landesmeisterschaft zum Beispiel ist, fällt das ja total auf, dass, sag ich mal, ab 16, 17 da dann wirklich nur noch 4, 5 Leute schwimmen, ne? Weil, mhm, die eben aus diesem System rausfallen und dann sagen, entweder ich bade nur rum oder ich mache es richtig, weil so dazwischen schwimmen ist halt schwierig, weil dann ist man leider meistens beim Stillstand und muss schon so ein bisschen mehr dann machen. Und da arbeiten wir halt jetzt dran. Fragt sich, warum gibt es dann keinen Landeskader auch für die Den gibt es ja in gewisser Weise, aber der hört ja bei 19 auf und, mhm, gerade so bei 17, 18, 19 ist leider ja auch diese Zeit, die man erreichen muss auf den verschiedenen Strecken, schon so schwer, dass man leider eigentlich schon in Hannover im Internat sein muss, um bei, mhm, den Trainingssachen das zu schaffen. Und das ist tatsächlich ein Problem. So. Aber ich denke jetzt auch mal für die 24, 25-Jährigen, die ist ja rein theoretisch die Karriere noch nicht zu Ende. Ja. Man sieht ja, wie alt manche Olympiateilnehmer noch sind. Ja. Wird es da nicht auch Sinn machen, auch da einen Landeskader zu haben für die Erwachsenen? Definitiv. Ist nur die Frage, wahrscheinlich ist das nicht finanzierbar, zumindest von Landesseite oder LSB-Seite. Aber ja, also wir haben zum Beispiel zusätzlich noch so einen Masterbereich. Das geht ja dann eigentlich ab 20, aber mittlerweile ja eher, also beziehungsweise so richtig ab AK 25 los. Mhm. Da haben wir auch jetzt eine Mastersgruppe sozusagen mit einigen ehemaligen Schwimmern, die tatsächlich auch noch so gut sind, dass wenn wir jetzt demnächst wieder deutsche Mannschaftsmeisterschaften haben, die sogar schneller sind als teilweise unser Nachwuchs so auf gewissen Strecken. Aber klar, das sind so Sachen, wo man dran arbeiten muss, nur dann brauchen wir halt auch Wasserfläche und das ist ja das hier gerade in Oldenburg auch ein ganz, ganz heikles Thema, muss man leider sagen. In den anderen Gemeinden ist es relativ, also nicht einfach, aber da ist es die Kommunikation immer ein bisschen einfacher, weil das eben eine Stadt ist. In Oldenburg ist es natürlich schwieriger als auf dem Land, wenn ich zur Gemeinde Warnburg gehe und sage, hier, ich hätte gerne die und die Zeiten. Und hier ist natürlich relativ wenig Wasserfläche. Wird ja auch noch spannend, was passiert, wenn Flötenteich dicht gemacht wird und da dann das Becken irgendwann, das neue Schwimmbad aufgemacht wird. Ob man da dann wirklich auch noch Leistung schwimmen kann. Genau, ob man das so, wie es ausgerichtet ist aktuell, ob das wirklich auch für uns nutzbar ist, mhm, weil es dann durch den, ja, so wie ich gehört habe, durch den Reha-Sport, Schwerpunkt und so weiter, sicherlich auch nicht gerade so aussieht, dass man da jeden Tag fünf Stunden lang ins Wasser kann. Von daher ist das echt tatsächlich das allergrößte Problem. Also man könnte das hier machen. Es gibt genug, glaube ich, auch Oldenburger und Leute aus dem Umkreis, die auch noch ein hohes schwimmerisches Niveau haben und dann auch bei solchen Veranstaltungen starten. Aber es sind halt die Kapazitäten, was die Wasserzeiten angeht, leider nicht so richtig da. Oder es gibt halt Vereine, die Sachen nicht freigeben wollen oder, ne, weil alle für Freiwasserschwimmern umschulen. Ja, tatsächlich haben wir aus der Not wollten wir schon eine Tugend machen und hier im Bornhauser See so eine Station aufbauen, so mit Schwimmpendants, dass man da Freiwasserschwimmer draus baut. Aber da müsste man ja am Ende noch mehr trainieren.
Das stimmt, da sind die anderen Distanzen, da sind wir bei 5 Kilometern. Ja, ja. Genau. Ja, also es steht euch noch spannende Zeiten bevor. Definitiv. Also erstmal sehen, wie euer Stützpunkt funktioniert unter normalen Bedingungen wieder. Ja. Und wie es mit den Schwimmflächen weitergeht, wenn jetzt das nächste Bad erstmal wegfällt. Ja. Zumindest während der Umbauzeiten wird es wahrscheinlich schwierig werden. Definitiv. Ich meine, gut, unser Vorteil ist da ja noch, dass wir mehrere Bäder haben, auf die wir noch ausweichen können. Ne? Das ist natürlich ein Vorteil. Und ich glaube, spannend wird auch sein, wie wir diese Löcher von 2 Jahren Corona auffangen, also in den Jahrgängen. Das wird noch spannend. Jetzt sind wir ja gerade wieder bei Sichtungen angelangt. Natürlich deutlich weniger Leute, die dann kommen als früher, weil eben immer weniger geschwommen sind oder halt noch nicht so weit sind. Aber das wird auch sehr, sehr spannend, wie das geregelt wird. Der einzige Vorteil ist, dass es ja deutschlandweit alle getroffen hat. Ja, wobei man dann am Ende sagen muss, es gab schon Unterschiede teilweise. Es gab starke Unterschiede. Ich meine, wir, muss man auch nochmal wichtig, finde ich, sagen, wir haben natürlich den Vorteil gehabt, dass wir in Wadenburg tatsächlich, also unsere Landeskadersportler durften halt in Wadenburg eigentlich durchtrainieren, weil eben durch diese Verordnung am 1.11., glaube ich, gab es eine Verordnung, die dann besagt hat, dass also letztes Jahr Landeskader mittrainieren durften. Mhm. Dann haben wir auch den Jesse Hinrichs auch noch mit da reingebracht als Profisportler. Das war ja alles konform. Der auch schon hier in der Sendung war. Genau, der auch schon hier in der Sendung war. Und so durften wir halt in der ganzen, ja, in der ganzen Lockdown-Zeit tatsächlich die Landeskader, das waren dann irgendwie, glaube ich, 15 Leute, durften dann eben verteilt auf 3 Gruppen 4-mal die Woche immerhin schwimmen. Mhm. Das war natürlich ein Riesenvorteil. Das war hier nicht möglich aus verschiedenen Gründen, weil dann ja auch das so landesdicht war und die Bäder komplett zu waren. Aber die Gemeinde Wadenburg hat das netterweise auch ermöglicht, was für die gut war, aber natürlich für den Rest, der dann halt, ne, die restlichen 40 Leute, die dann immer nur durch Online-Training bespaßt wurden, natürlich doof, aber immerhin konnten wir die dann so ein bisschen über die Zeit retten. Aber ja, wird spannend. Ja, wir werden es beobachten. Ja. Ich danke dir und wünsche viel Glück, dass das alles so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Auch, dass wieder mehr zum Schwimmen kommen. Ja. Das hatten wir auch schon mal in der Sendung als Thema, die vielen Nichtschwimmer. Ja, da drücke ich die Daumen für. Ja, vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, das war's. Vielleicht haben Sie ja Kinder, die gerne mal schwimmen wollen und es versuchen wollen, können sich gerne melden. Talente werden immer gesucht. Bis dahin, bleiben Sie sportlich. Tschüss.